So. Das ist natürlich günstig, wenn er jetzt hier lang kommt. Ach, komm. Scheiße. War doch nicht so günstig. Hallo? Na, hat leider nicht ganz so geklappt. Nimm's doch. Will sie nicht. War hier nicht noch einer? Hm, na gut, dann... Wie hat er den aber gesehen? Na doch, der war ein bisschen näher dran, aber... Trotzdem ist der... Wie hat er die Lager gesehen? Ach, jetzt nimmt's... Ach so. Hier sind noch mehr Leute. Ich hätte natürlich auch hier oben hingehen können. Hm. Naja, ist egal. Jetzt sind sie eh alle tot. Ich hätte auch von hier irgendwas machen können. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Also... Ach so, die wollte ich gerade abknallen. Aber das finde ich ja schon ein bisschen doof gemacht. Also da ist die ganze Zeit niemand da, sagt nichts, sucht mich nicht. Und dann, wenn man hier hochkommt, auf einmal kommen vier Leute rum und so. Oh, die müssen wir jetzt abknallen. Fand ich ein bisschen seltsam. Aber nur ein bisschen. Hier hätte man auch lang gehen können. Und von euch gibt es wieder kein Dankeschön. Na gut. Kommt irgend so eine irre Engländerin an und ballert alle ab. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Danke. Und arbeite weiter. Danke. Sei gesegnet. Ja, okay, jetzt haben sie sich alle bedankt. Hier noch Schönes? Eine Kiste. Cool. Ein Opfermesser der Inka. Es ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Das Auge. Na, war das nicht bei Irsinn auch so von früher? Dass wenn die Leute irgendwie wahnsinnig waren oder ein bisschen geistig verwirrt, ein Loch eingebohrt, damit das halt rauskommt, den ihr Wahnsinn. Okay, dann... Ach, das war das Ding. Alles klar. Dann sind wir wohl hier fertig. Moment, da geht's nur noch nach oben. Ich würde gerade sagen, will sie nicht, aber macht sie doch. Ah, hier geht's noch weiter. Hätte ich ja fast übersehen. Gibt's ja gar nicht. Na, ob sich das jetzt gelohnt hat, ich meine, dann musste ich den Weg jetzt nicht mehr so zurück, aber...
Irgendwie scheint mir das alles nur so abgetrennte Areale zu sein. Die geht immer irgendwo durch. Oder krabbelt irgendwo durch. Dann ist da halt ein Bereich, da kann man sich so ein bisschen rumballern oder rumschnetzeln und dann muss man wieder zurück. Da zeichnet sich ein Muster. Schade. Ja gut, aber ist das jetzt so gut für Pablo, wenn wir die anderen gekillt haben? Es arbeitet gar keiner mehr weiter. Na, wir gehen erstmal zu Marco. Mal gucken, was er sagt, und dann müssten wir theoretisch wieder zu dem anderen. Dass wir den auch noch vertreiben. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden. Wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Ach cool, neue Ausrüstung halt. Nachbarschaftshilfe. Unwillkommene Gäste, okay. Und ein Fähigkeitspunkt. Ja cool, was geht denn hier eigentlich mit den Turteltäubchen? Die starren sich immer noch in die Augen, okay. Na, aber der Typ vom Anfang, der ist ja immer noch da, oder nicht? Ist egal, wir wollen jetzt eigentlich endlich mal mit der Story ein bisschen vorankommen. Wobei ich das ja gar nicht so schlecht fand jetzt, weil bei manchen Spielen, da wird man ja von den, ich sag mal, Nebenmissionen so rausgerissen aus der Hauptstory. Hier jetzt auch so ein bisschen, aber es hat ganz gut hier reingepasst. Man ist ja in das Dorf gekommen. Man jagt Trinity und Trinity war halt hier auch wieder scheiße. Und, ja, war halt auch in dem Dorf und hat die Leute hier im Dorf geärgert. Da fand ich, hat das ganz gut gepasst. Und war halt relativ kurz. So, dann gehen wir doch mal hier rein. Mit dem will ich nicht reden. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das sollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut.
Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche, ihnen zu folgen. Genau, sie hat diese schwere Steintür, die mehrere Zentimeter dick ist, einfach so mit der Hand geöffnet. Ich meine, sie hat auch einen Jaguar mit der Hand fertig gemacht. Also gut, klappt. Aber Trinity scheint schon krasse Schwalbensprung. Drücken Sie Leertaste und drücken Sie Steuerung links zum Eintrag. Ah, cool. Sind schon krasse Archäologen, ne? Wenn die sich so freisprengen. Ja. Sah zwar aus, als ob sie nach vorne kippt, aber cool, dass es geht. Aber das hat die ältere Lara besser hingekriegt. Aber die war ja nur ein bisschen älter. Die hat das ein paar Mal geübt. Das ist ja hübsch. Ja, wüsste ich doch, dass noch irgendwas zu sammeln gibt. Aber halt immer nur eine Mutter. Ich meine, was soll denn das? Gibt es da nicht mal mehr? Oder muss ich das leveln, dass ich da mehr bekomme? Außenposten, Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Aber war das nicht die Stimme von dem Dominguez? Klang so vertraut. Bin ich hier überhaupt richtig? Da müsste man eigentlich hin. Nach oben? Oh, hier komme ich bestimmt nicht hoch, ne. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was es bringt. Da war was. Oder? Das nimmt sie trotzdem. Obwohl sie voll ist. Ah ja, toll. Dann schätze ich einfach mal, dass wir über die Brücke müssen. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Sagt er halt hier hin, aber da komme ich ja gar nicht durch. So, da lang. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit. Wollen wir nicht mal hier eine Taucherausrüstung oder so? Besser. Eine
riesige Unterwasserdrohne. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Ja gut, das wissen wir ja. Ich würde ja am liebsten versuchen, die alle so Zentrale ins Wasser zu snacken. Zentrale Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Bist du noch da draußen? Im zweiten Teil... Flussabwärts. Signal ist stark. Im zweiten Teil hatten wir doch auch Drohnen, oder? Ich gebe Bescheid, falls sie was finden. Out. Irgendwas stimmt nicht. Du stimmst nicht. Komm ein Stück näher, Kollege. Starte Überprüfung. Ah. Was ist mit dem dahin? Warum wird der jetzt auf einmal nervös? Lose Rautenformation. Hit. Ziel wieder ab. Schade. Ich sehe die nicht. Ach, da ist einer. Kriege ich den? Nee, schade. Ich hätte auf den Bogen gewechselt. Aber die hat ja einen perversen Rückstoß, die Knifter, die Pistole. Warum duckt sich denn hier? Aus den Kisten kannst du nichts nehmen. Hä, hab ich nicht eigentlich geschossen? Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Naja, aber ich meine, wenn man aus der Vergangenheit nichts lernt, dann wird sich das auch wiederholen. Oder wieder was? Habe ich hier oben nicht auch einen weggeschossen? Ist der schon verschwunden? Schweinerei, ey. Lara, bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Nichts. Ich dachte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Sie doch nicht. Wo denkt er denn hin? Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Diese Pausen, die sie mal lässt. Aber ich meine, klar, wenn sie hier sind, dann ist sie vor ihnen. Deswegen sind sie ja auch schon da, wenn wir erst ankommen, ne? Also manchmal ist es komisch. Durchschlagskräftige Pistole, die enormen Schaden verursacht. Wir haben zwei Pistolen? Da bin ich, weiß ich jetzt gar nicht, welche ich nehmen soll. Ach, dann hat die wahrscheinlich diesen ekelhaften Rückstoß. Ah, okay.
ist halt die normale. Ach, die. Ach so, weil die jetzt ausgerüstet ist. Aber ich würde eigentlich lieber die hier nehmen. Die haben nämlich schon abgegradet. Hier ist noch eins nur. Ja. Alles rein in den Bogen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr. Ach, was soll's. Machen wir halt. Ein bisschen mehr Schaden. So. Präzision ist damit ganz oben. Was brauchen wir hierfür? Ach, Schießpulver. Oder so. Hier auch. Okay. Dann ist die hier gar nicht mehr so gut, aber die können wir ja auch noch upgraden. Das machen. Schaden, Präzision. Rückstoß würde ich ja ganz gerne verringern. Hm. Ich bleibe erstmal bei der, denke ich. Gut, das soll es erstmal hierfür gewesen sein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.